noch auf Record? Man weiß es nicht. Es läuft schon! Ja. Mein Name ist Paul Frigo und mein Buch Sand im Getriebe gibt es jetzt in jedem guten Buchladen. Ist das Buch nicht verfügbar, ist der Buchladen vielleicht nicht gut. Sind die Bücher auch vegan produziert? Ja, vegan. Der Klebstoff, weil Klebstoff, normal ist das ja im Buch ein Klebstoff, gell? Das ist wirklich nicht vegan. Mir ist besonders wichtig, dass mein Buch nur von Bobos und Hipstern gekauft wird, die im 7. Bezirk in Wien wohnen. Alles andere kann ich emotional nicht mit meiner Glaubensrichtung verändern. Das funktioniert einfach nicht. Also was man auf jeden Fall auch noch vielleicht erwähnen sollte, ist, dass der Heftiger Verlag sehr stabile und gehaltvolle Literatur produziert. Das merkt man dran. Also ich kann mir da definitiv, ich kenne da andere Verlage, da werden die Bücher jetzt schon längst eingeknickt aufgrund des Drucks von außen, der auf sie einwirkt. Ja, die ganzen 60 Kilo sind halt ein bisschen zu viel. Was hier jetzt natürlich noch fehlt, ist das großartige Buch. Ich habe gehört, es soll wirklich großartig sein, Sand im Getriebe, das ich nur sehr empfehlen kann. Yeah. Und das würde dem Ganzen nochmal einen extremen Schub geben. Ja, ich würde sagen, es wäre dann so circa so 300% größer, oder? Mindestens. Wenn man die ersten zwei Seiten nimmt. Ja, absolut, absolut. Wobei, ja, also da würde ich sagen, das eignet sich am besten für den schiefen, also für den leicht wackelten Esstisch. Ja, braucht man das keine Bierdeckel mehr. Stimmt. Ja. Wohingegen Nebelland, also wenn der Esstisch so wackelt, dann sollte man sich vielleicht einen neuen Esstisch kaufen. Ja. Als ich mal gesessen bin in Ulrich am Ulrichsplatz bei meiner Quinoa Poke Bowl, in der Hand einen selbstgepressten Avocadosaft. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über die letzten Ausstellungen, die ich besucht habe. Diese eine großartige Ausstellung der Albertina. Und ich weiß nicht, ich habe mich sehr bewegt und das habe ich sehr lange gebraucht, bis ich das im Positiven verarbeitet habe. Und ich glaube auch, dass diese Ausstellung mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Und in diesem Moment habe ich mir gedacht, Scheiße, ich bin ein Bobo. Fuck. Und es hat dann auch eine Zeit gebraucht. Mittlerweile kann ich auch darüber reden. Es hat lange gebraucht, bis ich das emotional verarbeitet hatte. Weil Bobos sind ja angeblich alles arrogante Fraster. Und dann habe ich mir gedacht, bin ich ein arrogantes Frast? Und das habe ich erstmal akzeptieren müssen. Aber wie gesagt, mittlerweile geht's gut. Ich bin darüber hinweg. Ich habe es akzeptiert. Ich bin mittlerweile auch tätowiert. Und das hilft. Also dieser Schmerz des Tätowierens hat mir sehr dabei geholfen, den Schmerz des Bobo-Seins zu verarbeiten und in mich aufzunehmen. Das heißt, über die vegane Tinte habe ich diese Erfahrung verarbeiten können. Und jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel schaue und mir meine Tätowierung anschaue, was nicht ganz so leicht ist, weil es auf meinem Rücken, dann beginne ich auch heute noch zu weinen. Fuck you, okay. Aber ich bin froh, dass deine Stimme auch in den Outtakes vorkommen wird. Ja, sicher. Wieso nicht? Andererseits, ich kann entscheiden, was in den Outtakes vorkommt, also. Ja, stimmt. Da habe ich jetzt die Macht.